Die Basis stirbt. Die Basis stirbt. Die Basis stirbt, wenn sie nicht endlich die Wende schafft zu den guten Dingen hin. Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, weltberühmt, letztendlich vom Europaparlament für interessant befunden. Gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, der Next Scientist for Future, Gemeinwohllobby, neue Verfassung, Postwachstumsökonomie, Bhutans Bruttonationalglück, Anekdote vom alten China, der Arzt soll belohnt werden für Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. Stattdessen macht sich die Basis selber kaputt, indem sie gerade gestern wurde sie platt gemacht vom hessischen Fernsehen, wurde die Basis genannt, natürlich in einem Atemzug mit der Sendung 21 Uhr gestern Abend, hessisches Fernsehen, gefährliche Heiler, sanft gegen Krebs, aggressiv gegen den Staat. Ja, der Staat schlägt zu und sagt, solange die Basis sozusagen sich mit allem, was schlecht ist, assoziiert, machen wir sie halt platt, ne? Ja, ich lese mal vor, womit die Basis assoziiert wurde, ne? Und wo sie ja natürlich auch genannt wurde. Heiler und Heilpraktiker bieten Therapien gegen Migräne oder Tinnitus an, manche aber auch gegen Krebs. Das ist gefährlich, denn sie versprechen Heilung und raten oft von lebensrettenden Behandlungen ab. Ja, also man hört hier in diesem Text, hier spricht die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie. Man will uns unsere Gelder wegnehmen, die ganzen Scharlatane, unsere segensreichen Chemotherapien werden nicht genug gekauft, wenn die Leute alle zu solchen Scharlatanen gehen. Ja, aber die Wahrheit ist auch, dass viele dieser Leute wirklich Scharlatane sind, ja? Also sozusagen, es ist ein riesiger Unterschied zwischen einer naturwissenschaftlichen Kritik an der Pharma- und Impfindustrie und so weiter und deren Geschäften und Kritik an der Tatsache, dass im Moment die vorteilbringenden Irrtümer von Pharma- und Impfindustrie die Welt beherrschen. Da ist ein Riesenunterschied zu irgendwelchen Abzockerscharlatanen, die die Leute abzocken mit ihren Quatschtherapien und so weiter, auch wenn diese Quatschtherapien oft viel weniger Schaden anrichten als die Schulmedizin, sind die deswegen nicht gut, sondern nur eine auf naturwissenschaftlicher Basis von den Profitinteressen im Denken sozusagen befreite naturwissenschaftliche Gesundheitsförderung sozusagen bedeutet wirklich etwas. Und natürlich gibt es auch die ganzen Quacksalber und Scharlatane, die sich sozusagen hinter der berechtigten Pharmaindustrie und Medizinindustrie und Impfindustrie Kritik verstecken. Ja, und aber das Dumme ist, dass die Basis bis jetzt eben leider sich hergibt als Punching Ball für den Mainstream, weil sie eben sich nicht klar genug distanziert von den Scharlatanen und Quacksalbern und sich nicht klar genug positioniert zur naturwissenschaftlichen, gemeinwohlorientierten Gesundheitsversorgung der Menschheit. Ja, und das ist eben genau der Fehler. Also die Basis hat einfach eine zu große Nähe zu den Quacksalbern und Scharlatanen. Und dafür wird sie natürlich jetzt platt gemacht, ne? Also ich lese mal weiter vor, weißt du, ich lese noch mal weiter vor über die Sendung vom Hessischen Rundfunk. Während der Corona-Pandemie haben sich einige von ihnen zu Gruppen wie den Querdenkern zusammengeschlossen. Da wird dann später auch nochmal die Basis erwähnt, ne? Um gegen den Staat zu demonstrieren. Manche rufen sogar zum Umsturz auf.
Ja, da sind viele verrückt geworden, die reden, viele sind verrückt geworden und reden davon, dass alle anderen außer sie selber Verbrecher seien. Also da werden falsche Verdächtigungen, beweislose Verdächtigungen geäußert. Da werden Menschen zu Verbrechern erklärt, ohne dass es ein Gerichtsurteil gibt. Das sind alles Verstöße gegen unsere Rechtslagen und so weiter. Und es werden manche verwirrte Geister rufen sogar, ja, äußern sogar umsturzähnliche Gedanken, als ob wir jemals durch eine gewaltsame Revolution zu irgendetwas Positivem gekommen wären. Ja, ja, man kann sagen, die Dummheit regiert die Welt. Ja, wir müssen ganz einfach erkennen, die Dummheit ist das Problem, ja, dass immer wieder auch in der Basis die ganzen Unfähigen der Welt auch eben zu ihren unsinnigen, dummen Ideen aufrufen und so weiter, ja. Also in unserer Reportage Gefährliche Heiler sanft gegen den Krebs, schreibt der Hessische Rundfunk weiter, recherchieren wir undercover, besuchen angebliche Heiler und blicken hinter ihre Methoden und Denkmuster. Heiler und Heilpraktiker, ja, alternative Medizin boomt in Deutschland. Während Ärzte eine jahrelange theoretische und praktische Ausbildung machen und die Wirksamkeit ihrer Methoden nachgewiesen sein müssen, ist das bei Naturheilern, Heilpraktikern und Geistheilern ganz anders. Ja, da ist natürlich jetzt wieder drin, dass es natürlich der Hessische Rundfunk Werbefernsehen für die Pharmaindustrie und Medizinindustrie ist. Denn erstens, die jahrelange Ausbildung der Ärzte besteht in dem Erlernen derjenigen vorteilbringenden Irrtümer, die ihnen großes Geld verschaffen auf Kosten der Menschheit und der Bevölkerung. Ja, das heißt, das ist die einzige Ausbildung, die Ärzte haben. Die Wahrheit über Gesundheit und Krankheit lernen sie niemals, von der werden sie ferngehalten, sondern sie lernen diejenigen vorteilbringenden Irrtümer, die Profit bringen. Ja, Punkt. Und die Wirksamkeit ihrer Methoden ist niemals nachgewiesen. Das sind alles Schwindelstudien, Pseudostudien, das ist Wissenschaftsbetrug und so weiter. Und das ist alles Mögliche, hat aber mit Beweisen nichts zu tun. Wenn man wirklich naturwissenschaftlich alles untersuchen würde, was die Mediziner machen, dann käme raus, dass sie uns alle krank machen, um Geld zu machen auf unsere Kosten. Das heißt, naturwissenschaftlich präzise Studien würden ganz klar beweisen, dass Medizin insgesamt eher Schaden anrichtet als Nutzen, dass sie eher ein Fluch ist als ein Segen, ja, in der Summe. Aber das ist eben, das kann man vom hessischen Fernsehen nicht erwarten, denn sie kriegen ihr Geld von der Pharmaindustrie und deswegen müssen sie, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, müssen sie natürlich Werbung machen für diese Sachen. Ja, aber das Problem ist wirklich auch, dass die Naturheiler, Heilpraktiker und Geistheiler natürlich auch leider nicht nach ihrer Leistung gemessen werden, dass da auch ganz viel, wie in der Schulmedizin, ganz viel Scharlatanerie und Quacksalberei stattfindet. Und so weiter. Deswegen sagen wir ja, wir müssen jeden Heiler einer naturwissenschaftlichen Leistungsmessung unterziehen. Schadet er der Gesundheit seiner Kunden oder nutzt er der Gesundheit seiner Kunden und der Mitarbeiter und Anwohner und so weiter? Ja, und nur so geht's. Wir müssen also Quacksalberei und Scharlatanerie sowohl in der Schulmedizin als auch in der alternativen Medizin bekämpfen. Ja? Und diese Leute dann an die Enden der Ranglisten verweisen, sodass dann die Patienten und Kunden alle abwandern von den Scharlatanen und Quacksalbern hin zu den Kompetenten, ganz egal ob schulmedizinisch oder alternativmedizinisch. Ne? Sie bieten Therapien gegen Migräne oder Schnupfen und manchmal auch gegen Krebs und das kann schnell lebensgefährlich sein. Chemotherapie oder klassische Schulmedizin zur Behandlung lehnen sie ab. Vermeintlich sanfte Medizin wird so schnell zur Gefahr für Leib und Leben.
Während der Pandemie haben sich viele Heiler, Anthroposophen, jetzt wird nochmal auf die Basis quasi direkter eingegangen, weil die Basis, da gibt es leider viel Bekenntnisse zur Anthroposophie, ja, und während der Pandemie haben sich viele Heiler, Anthroposophen und Esoteriker zusammengeschlossen und sind gemeinsam auf die Straße gegangen, um gegen den Staat zu demonstrieren, waren erstmals in großen Gruppen öffentlich sichtbar. Ja, das leider stimmt das. Die Basis und die Querdenken und so weiter sind in erster Linie eine alternative Heilerbewegung. Und das ist auch die Gefahr darin. Es ist keine naturwissenschaftliche, wahrheitsorientierte Gesundheitsbewegung, sondern eine profitorientierte Bewegung der Quacksalber und Scharlatane, die zwar manchmal wirklich harmloser sind als die Schulmedizin, aber die Tatsache, dass man nicht ganz so schädlich ist wie die Schulmedizin, bedeutet nicht, dass man ein Engel sei. Die Wahrheit liegt in naturwissenschaftlich fundierter Gesundheitsförderung und naturwissenschaftlicher Leistungsmessung und naturwissenschaftlicher Aussonderung aller Quacksalber und Scharlatane, egal aus welcher Richtung, ja? So riefen Einzelne zum Sturm des Reichstages auf oder zum Sturz der Regierung. Ja, da wurde diese Heilpraktikerin Tamara oder so nochmal erwähnt. In unserer Reportage Gefährlicher Heiler sanft gegen den Krebs, aggressiv gegen den Staat recherchieren wir Undercover und blicken hinter ihre Methoden. Ja, also das heißt, der Hessische Rundfunk hat nur an einem Punkt recht, dass leider die Basis auch sterben wird, wenn sie nicht endlich die ganzen Quacksalber und Scharlatane in ihren Reihen zur Ordnung ruft und zum bitte mal ruhig sein. Es ist klar, dass die Quacksalber und Scharlatane einfach auch Geld machen wollen auf Kosten der Gesellschaft. Ja, aber das darf eine Partei doch nicht zulassen. Das erinnert mich daran, dass sozusagen ja, im Moment sind alle Parteien, also ja, eigentlich ist es ganz tragisch, ja. Also gucken wir es uns mal an. Die SPD, also die Basis steht in der Gefahr bis jetzt, wenn sie sich nicht endlich rigoros der Gemeinwohlökonomie, der Diskussion mit der Gemeinwohlökonomie, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, der Next Scientist, der Gemeinwohllobby und der Postwachstumsökonomie, Bhutans Bruttonationalglück, die Anekdote vom alten China als richtiges gemeinwohlorientiertes Konzept einer neuen Sache zuwendet. Also wenn sie nicht all das macht hier, wo ist es? Da müsste es sein, ne? Ja, also hier, Partei des Gemeinwohls. Das ist der Leitfaden, wäre der Leitfaden für die Basis. Entweder sie schafft diese Wende oder sie wird daran zurück kaputt gehen, weil sie dann eigentlich nur eine Lobbyismuspartei von Quacksalbern und Scharlatanen ist. Ja, und das darf nicht sein, ne? Und wir sind offen für solche Diskussionen. Wir haben ja auch die soziale Dreigliederung der Anthroposophie eingeladen in unsere nächste Talkshow und freuen uns da auf eine sachliche Diskussion über die Irrtümer der Gemeinwohlwirtschaft und die Irrtümer der sozialen Dreigliederung, dass wir uns gegenseitig versuchen zu falsifizieren, ja? Also, und jetzt, also die Basis steht also in der Riesengefahr, ja, also ich zeige Ihnen das mal, dann können Sie das stehen lassen, dann können Sie das ja alles lesen. Ach, Sie können es auch unten anklicken. Sie können es in der Infobox, ja, die Homepage von der Kompetenten. Die Kompetente ist quasi so, wie die Basis sein müsste, wenn sie 56% erreichen wollte, wenn sie also Potenzial haben wollte. Und stattdessen ist die Basis leider im Moment eine Partei der Quacksalber und Scharlatane, und das wird nichts bringen, ja, so das, aber so ist im Moment die gesamte Parteienlandschaft. Eigentlich kann man sagen, die ganzen Parteien sind überwandert von bestimmten Sparten der Gesellschaft. Ich erinnere daran, das, was wir schon tausendmal gesagt haben. Also schauen Sie mal ein paar hundert Sendungen von uns, dann sind Sie auf dem neuesten Stand, ja. Also, hier. Wir haben das Problem, dass im Kapitalismus
die gefährlichsten Sparten der Welt, die Sozialsparten sind, die Weltsozialsparten und die Gesundheitssparten, Pharma, Impfindustrie und so weiter, die Nahrungssparten und so weiter, die Waffensparten, egal. Also die Basis ist also unterwandert von den Quacksalbern und Scharlatanen der alternativen Gesundheitssparten, die natürlich gerne Profite haben möchten und das heißt, die natürlich die Partei dahin manipulieren, quasi die vorteilbringenden Irrtümer der alternativen Quacksalber und Scharlatane zur Wahl zu stellen, im Gegensatz zu einer gesunden naturwissenschaftlichen Gesundheitsförderung der Bevölkerung sozusagen, ja. Und insofern ist sie nichts anderes als eine. Die Partei, die Basis ist also quasi Lobbyist wider Willen, LWW, Lobbyist wider Willen, der Quacksalber und Scharlatane der alternativen Gesundheitssparten, die wollen ans Geld. Die wollen mehr Geld für sich. Und nur darum geht es im Moment leider bei die Basis, ja? Leider. Und deswegen muss sie den Kurskorrektur schaffen, sonst wird sie sterben. So sicher wie das Amen in der Kirche, ja? Und denn die anderen Parteien, wie zum Beispiel die SPD, die Linke und die Grüne, die haben viel größeres Wählerpotenzial, weil sie von den gefährlichsten Sparten die Lobbyisten sind. Also SPD, Grüne und Linke sind die Lobbyisten der Sozialsparten und zwar nicht in erster Linie der Weltsozialsparten, das auch, ja. Die Weltsozialsparten, ja, die vergrößern die Probleme der Welt, wie das Klimaproblem, um dann eben an den Spendengeldern sich bereichern zu können, so nach dem Motto, seht doch, das Klimaproblem wird nicht besser, in Klammern, weil wir verhindern, dass es besser wird und alles dafür tun, dass es keine Lösung des Problems gibt. Und bitte spendet, damit wir Geschäftsführer der NGOs uns bereichern können auf Kosten der Bevölkerung. Und die Sozialspartler sagen, ja, hier, hört auf uns, führt alle den Mindestlohn ein. Es werden gerade von 12 und 13 Euro Mindestlohn gesprochen, denn dann gibt es viele Massenarbeitslose und wir Sozialspartler können Karriere machen und profitieren, indem wir Millionen neue Arbeitslose produzieren, denn der Mindestlohn hat einen einzigen Effekt. Er erzeugt Massenarbeitslosigkeit, ja. Anstatt dass man sich damit beschäftigt, wieso wir zu viel leistungsschwache Menschen in der Bevölkerung haben und wie wir es schaffen, dass Leistungsschwache sich nicht mehr vermehren, keinen Nachwuchs bekommen und stattdessen wieder die Leistungsfähigen ein paar Kinder bekommen. Stattdessen sagt man, ja, eine völlig schwachsinnige Idee, nämlich wir geben einfach den Leistungsschwachen, wir zwingen die Wirtschaft dazu, dass sie den Leistungsschwachen höhere Löhne zahlen muss, dann geht den Großteil der Wirtschaft pleite, nämlich derer mit den Geschäftsmodellen, die gar nicht 12 bis 13 Euro die Stunde wert sind, ja, und die gehen alle pleite, dann haben wir eine Riesenarmee von zusätzlichen Arbeitslosen und die können dann wieder die Sozialspartler gewinnbringend betreuen, ja. Und die anderen Ideen, also Olaf Scholz hat sich also zum Mindestlohn bekannt, die Linken, die Grünen, ja, also alle sind unterwandert von den Sozialsparten. Und im Gegensatz, die Basis kann halt die Wahlen nicht gewinnen, weil die Quacksalber und Scharlatane sind als Sparte nicht groß genug, um damit auch genügend Wählerklientel zu erreichen. Während die Sozialsparten, die sind wirklich riesig und mächtig und haben mit ihrer Propaganda für den Mindestlohn schon seit Jahrzehnten gearbeitet und die Bevölkerung ist sozusagen so durchmanipuliert, dass sie den Aberglauben, der Mindestlohn sei eine soziale Politik. In Wirklichkeit ist er eine antisoziale, antilinke Politik. Er ist nämlich ein Weg,
Arbeitslosigkeit zu erzeugen und damit Kundschaft für die Sozialspartler. Aber Arbeitslosigkeit ist keine linke Politik. Ja? Linke Politik ist das, was Arbeit schafft und nicht neue Arbeitslose erzeugt. Und bei einem Mindestlohn von 12 bis 13 Euro wird der wird vielleicht nicht so extrem auffallen, aber da wird es etliche Tausende an neuen Arbeitslosen dadurch geben und von denen profitieren die Sozialspartler. Ja? Also das Tragische ist also, dass wir im Moment die ganzen Parteien eigentlich nur Lobbyisten der Sozialspartler, der alternativen Gesundheitsspartler und so weiter sind. Und sogar Sarah Wagenknecht hat sich wieder mit ihren wirren Ideen so geäußert, dass die Eigentumsfrage müsse gestellt werden. Was ist das? Das ist nichts anderes als das Investitionskapital. Es muss mir erstmal jemand sagen, wieso das Investitionskapital besser in der Hand des Staates aufgehoben sein soll, als in der Hand derjenigen Familien, die seit Generationen bewiesen haben, dass sie Investitionskapital sinnvoll einsetzen können und damit viele gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen haben. Ja? Und jetzt die Idee von Sarah Wagenknecht sozusagen, die Reichen aus dem Land zu treiben mit höheren Steuern, ja, also da, genau genommen ist das Ganze ein Programm des Raustreibens der Reichen und deren gut bezahlte Arbeitsplätze raus aus dem Lande und das Erzeugen von zusätzlicher Arbeitslosigkeit durch den Mindestlohn und sozusagen Sarah Wagenknecht bringt einfach die Reichen, die die Arbeitsplätze schaffen, dazu, immer dichter an der Schwelle zu sein. Wir wandern hier ab und verlassen Deutschland, weil Deutschland ist auf dem Weg, ein pseudokommunistisches, pseudosozialistisches Land à la DDR zu werden. Und da rechnet sich Leistung nicht mehr. Da muss man, bevor die Mauer wieder hochgezogen wird, um ganz Deutschland rum, muss man dann schnell flüchten. Ja? Also, ich fasse zusammen. Die Basis wird platt gemacht vom hessischen Fernsehen, weil sie tatsächlich intern nicht knallhart sagt, und das ist natürlich schwierig, weil eine der Bundesvorsitzenden ist ja mit Diana Osterhage selbst Heilpraktikerin und selbst in der Nähe von Quacksalbern und Scharlatanen, ja. Und dann eben zu sagen, ja hoppla, bitte alle alternativen Heiler, bitte einfach mal in der Partei den Mund halten und bitte nicht mitstimmen, denn wir wollen keine Partei sein, die unterwandert ist von den alternativen Gesundheitssparten und dann quasi die Partei in einen Lobbyisten verwandelt für die Geschäftemacherei von Quacksalbern und Scharlatanen. Wir wollen eine gesunde, naturwissenschaftlich fundierte, ernährungsbasierte, gesundheitssportbasierte, immunsystemstärkende Gesamtversorgung der Bevölkerung, wie das die Next Scientists for Future vorschlagen. Aber wir wollen nicht freie Fahrt für Quacksalber und Scharlatane und freie Profitmöglichkeiten für die profitsüchtigen Quacksalber und Scharlatane des Landes sozusagen. Ja? Ja, und ich glaube, wenn die Basis diese Wende nicht schafft, dann wird sie sicher scheitern, so sicher wie das Amen in der Kirche. Ach so, ganz kurz die Lösung. Man muss also alle Ärzte, Heilpraktiker und Quacksalber und Scharlatane müssen alle nur nach einem Bezahlungsschlüssel bezahlt werden. Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung wird gemessen. Und dann werden danach die Belohnungen ausgeschüttet, also Anekdote vom alten China. Und dann gehen die Quacksalber und Scharlatane aller Art pleite und überleben werden die echten Gesundheitsförderer und echten Krankheitsverhinderer.
Und dann haben wir einen idealen naturwissenschaftlich fundierten, ja, ein naturwissenschaftlich fundiertes Gesundheitswesen endlich in Deutschland. Ja, ja und ich fasse nochmal zusammen, abschließend. Die Basis stirbt, wenn sie sich nicht endlich naturwissenschaftlich fundiert kritisch auseinandersetzt mit der weltberühmten Gemeinwohlökonomie, die ja eben auch das Grundprinzip hat, wenn ein Wirtschaftstreibender uns Gutes tut, dann soll er belohnt werden finanziell, wenn nicht finanziell nicht mehr belohnt werden und damit pleite gehen. Das heißt also, das Grundprinzip aller Gemeinwohlwirtschaft und aller Gemeinwohlgesellschaft ist, wenn jemand mein Wohlfühl, meine Gesundheit und meine Langlebigkeit und als Behörde auch meinen Wohlstand fördert, dann gibt's Belohnung und wenn nicht, gibt's Pleitegehen. Ja, das ist die ganz einfache Formel echter Gemeinwohlwirtschaft. Das bedeutet aber auch für alle Anbieter im Gesundheitswesen entweder er verbessert bewiesenermaßen Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit seiner Kunden oder er soll pleite gehen. Und das ist Gemeinwohlwirtschaft. Ja? Nicht mehr dulden der Profite auf Kosten der Menschen. Weder von Quacksalbern und Scharlatanen noch von schulmedizinischen Scharlatanen und Quacksalbern. Ganz egal, welche Ausbildung ein Scharlatan hat. Scharlatane müssen enttarnt werden und dürfen nicht mehr belohnt werden. Ja? Also, wenn sich die Basis nicht endlich dieser Diskussion öffnet, Gemeinwohlökonomie, GWO, der Next Scientist for Future, Gemeinwohllobby, neue Verfassung, gemeinwohlorientierte Verfassung, Postwachstumsökonomie, Bhutans Bruttonationalglück, Anekdote vom alten China als Musterbeispiel einer Gemeinwohlwirtschaft, und ja, wenn sie sich dem nicht öffnet, kann es leider nichts werden. Und dann ist es tragisch, dass eine Partei mit fast 30.000 Mitgliedern dann alles umsonst war. Und dann bleibt uns nur übrig, also entweder die Basis lernt jetzt hiervon und kopiert dieses Parteimodell von der kompetenten Partei des Gemeinwohls. Oder sie wird scheitern, so sicher wie das Amen in der Kirche. Sie wird leider in die Geschichte eingehen als eine, ja, Spinnerpartei, die einfach den Kurs zur Realität, also oder den Bezug zur Realität einfach nicht bekommen hat. Ja, tschüssi, bis bald.